Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Noch für den Marsch. Wir beginnen unsere Arbeiten mit einem neuen Traktor auf Feld 14 und sehen rocken aus. Ich hatte leider die Aufnahme drücken vergessen oder habe es nicht gesehen, nicht klappte. Aber egal, geht nicht anders. Aber ich habe gerade einen Traktor gekauft, einen neuen, einen Mo 3, einen Massey Ferguson, den wir schon haben. Der hat die Leistung, um die Sämaschine ziehen zu können. Von daher ist er ausreichend. Wir werden mal gleich die Runde starten mit Aussehen. Gleich mit Kursplay. So. Vorgewende rundherum. Drei Bahn, hoch runter, weich und Feld 15. Lieber kann ich noch die Ecken danach arbeiten, da kriegt man Rückwärtsfahren in den Griff. So. Beginnt der Pfeife? Ah, je, da ganz hinten rechts, links. So Leistung, Grafikkarte. 80%. Da wir jetzt ja Wiesen haben, werden wir auch diesen Feld wieder Getreide oder ähnliches anpflanzen. Doch mal Sonnenblumen und Mais ins Auge fassen. Ja, ich tut auch gleich. Sei gegrüßt! Ihr müsst nicht stehen bleiben, weiterfahren. So, das macht er schon mal ganz gut. Mal gleich schauen. Müsste eigentlich gleich Stufe 2 drin sein, Düngerstufe. Rocken. Wachstum, klar, kann auch nicht weit sein. Gedüngt, dann zweimal, das ist super. Das ist perfekt. Wie gesagt, die Ränder mal nacharbeiten, ansonsten geht das. Aber mit Rund macht er am wenigsten Probleme. Wie sieht die 18 km/h fährt er auch? Das geht schon. Dann ist der auch bald fertig. Das ist super. Hier ist er auch bei. Oder können wir auch Stroh fahren? Oder? So. Dann haben wir das Stroh auch. Dann läuft das auch. Haben wir noch ein bisschen Geld. Kreditrahmen.
Wenn wir Glück haben, kriegen wir einen Acker noch gekauft. So. Schauen wir mal, was Dings kostet. Stroh. Ob wir da kriegen. Oder haben sich mächtig verdruckt. Heizkraftwerk. Gut. Kaffee. Ja. Ist hier um die Ecke. Komm. Alles muss da rein machen. Jo. Wüste, das wäre der Hafer. Jetzt haben wir noch ein Feld mit Stroh. Ah ja, mal was verkaufen. Immer eins am anderen. Hauptsache, wir haben keine Kosten nebenbei. Unser Städte geht das. Schauen wir, ob wir es kriegen für die kleine Ladung hier. Bisschen von Silage verwöhnt. Trotzdem zu spät. Naja, 13.400.
Strom ist das guter Preis. Das ist noch keine Silage, 50.000 oder so. Oh, ja. Aber Heizkraftwerk würde ich eh keine Silage nehmen. Die BGH könnte man kaufen, aber ja, das soll noch fehlerhaft sein. Aber nicht vom Map, sondern von Giants. Von daher ist das Risiko. Kostet ja auch nicht wenig. Dann müssten wir mal gewaltig Mais und Silage machen. Sonst werden wir gleich mal hier ausweichen. Wieder aufladen. Eben nicht. Müssen wir schauen, ob wir gleich Gras mähen lassen können. Wenn das soweit ist, kann man es machen. Ansonsten warten wir noch ein bisschen. Ist noch nicht ganz ausgereift. Kann noch ein bisschen wachsen. Wäre aber schon mehrfähig. Aber Fett sagt, man soll warten bis zum Fluss. Dann gibt mehr. Und mehr ist mehr. Dann immer mehr. Wenn man kurz überschlage mit Strohverkauf. Ein bisschen Geld in der Kasse, dann können wir noch Dings verkaufen, Hafer. Dann sollte es reichen fürs weiteren Feld. Zumal auf 14 Grad Soja wächst, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Gas geben. Bevor der auf 14 fertig wird, dann kann er hier gleich die nächste Feld besteuern. Und dann muss er schon wieder ran auf 13. Strohblocking, das haut man nicht hin. Ja, nicht so einfach. Noch mehrere. Ach, das ist hier, weil er da anfangen will.
kaum mal wegdrücken. So, dann kann er weitermachen. So, jetzt geht bei uns weiter mit. Hier war doch was. Nach Motto, ich komme nicht klar mit der Wendemanöver. Muss ich gucken, wo er. Also er hat ja die Bahn gemacht. Normalerweise da Stopp, die macht er dann auch nicht. Dann war er hier vorne dabei. Die Kurve nicht gekriegt. Aber das hat nicht uns. Erste Mal. Gut. So, meine Lieben, von der Landwirtschaft, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mir einen Like freuen oder ein Abo. Ansonsten hören und sehen wir uns wieder nach Gefallen.